Hallo Retro-Freunde. Verrückt, bescheuert, sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was ihr sagt, denn ich habe mir etwas von den Masters of the Universe Origins, also von den neuen Figuren, gekauft und ich habe dafür tief in die Tasche gegriffen und ich möchte das Ganze jetzt mit euch zusammen auspacken, euch zeigen und ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Also, Film ab! Ja Leute, wie ihr ja wisst, ich sammle in der Regel eigentlich nur Vintage-Figuren und Vintage-Stuff aus den 80er Jahren, aus den 70ern, aus den 90ern, hauptsächlich aus den 80ern, aber dazu zählen natürlich die Masters of the Universe Figuren aus meiner Kindheit, mit denen ich damals gespielt habe. Aber seit die Masters Origins raus sind, seit Mattel die Origin-Figuren rausgebracht hat, im Style der Vintage-Figuren, kaufe ich mir auch neue Figuren und zwar sammle ich natürlich diese Origins und ich habe soweit die kompletten Waves 1 bis 7 jetzt schon einmal bei mir. Ja, Wave 8 trudelt auch so langsam ein und die Figuren mit 16,99, 15,99, die Deluxe-Figuren mit 20, 21 Euro und auch die Fahrzeuge, ja, mit, weiß nicht, 30, 35 Euro, finde ich absolut okay für neue Figuren. Ja, jetzt habe ich aber ein Angebot bekommen und ich habe lange überlegt, ob ich es annehmen soll und ich habe dann wirklich zugeschlagen, Leute, und das sprengt so ein bisschen mein Budget, was ich mir für neue Figuren gesetzt habe, aber ich konnte nicht dran vorbeigehen und ich habe mir jetzt was mitgenommen und zwar hatte ich dieses Teil eigentlich auch angedacht, mir zu holen, ja, und zwar ist das ein Mattel Creations oder ehemals Comic-Con Exclusive, dann wurde es auf Mattel Creations nochmal angeboten. Ich hatte es schon im Warenkorb gehabt, wie die Vorbestellphase losging, habe dann meine Kreditkartendaten eingegeben und als es das Fenster dann umgesprungen ist zum nächsten Punkt, zum Bestellpunkt, hat es gesagt, halt hier, da ist was mit dem Warenkorb nicht in Ordnung, da ist was nicht mehr verfügbar und das war dieses Teil. Weiß ich, habe es dann halt nicht bekommen. Habe es dann nicht bestellen können. Das Ding war natürlich ausverkauft und jetzt habe ich, wie gesagt, das Angebot bekommen, ob ich es haben möchte und ich habe überlegt und ich habe zugeschlagen und ich habe mir geholt das Horde 4-Pack, also die wilde Horde, das Paket von Mattel, das Limited Edition nenne ich es mal, Horde-Paket von Mattel Creations. Ja, es ist glaube ich nicht das Comic-Con Exclusive. Ja, das gab noch, das sah noch mal ein bisschen, oder das Power-Con Exclusive meine ich. Das sah noch mal ein bisschen anders aus, meine ich, da war noch ein anderer Aufdruck glaube ich drauf. Aber das Teil habe ich mir jetzt geholt, eine riesen fette Box, Leute. Ich habe mich ja schon bei den Mysteries of Castle Grayskull gewundert, ja, wie ich das bekommen habe. Das konnte ich nämlich vorbestellen bei Mattel Creations. Das habe ich ja mir auch angeschaut. Wenn ihr das Video nicht kennt, blende ich hier oben nochmal ein, schaut da mal rein. Die Exclusives kommen ja alle immer in diesem braunen Umkarton. Ja, das ist ja quasi nur die Verpackung, nur die Versandverpackung, mehr oder weniger. Und innen drin ist das tolle Teil. Und hier hinten nochmal, hier hinten seht ihr Hordak, ihr seht Chrysler und ihr seht die zwei Horde-Trooper, die in diesem Pack mit drin sind. Ja, und ich würde das Ganze gerne mit euch jetzt auspacken, weil hier, das ist wie gesagt, ist nur die Versandverpackung und das ist auch von Mattel, finde ich, ein bisschen unschön gelöst. Ja, es ist zwar nur die Verpackung, ja, aber sie geben sich so viel Mühe und ich finde das mit diesem braunen Karton und diesen Aufdrucken halt wirklich klasse, aber dann kleben sie das einfach mit einem Tesafilm hier zu, ja, was das so ein bisschen, das Ganze ein bisschen zerstört. Aber um den Karton soll es jetzt nicht gehen. Es gibt auch schon einige Videos, ja, wo dieses Pack halt näher beleuchtet wurde. Ja, also ganz, ich blende euch natürlich ein paar Bilder ein, aber so im Detail möchte ich nicht drauf eingehen. Ich möchte das Ganze jetzt einfach einmal auspacken, ja, und möchte euch dann natürlich auch noch verraten, was mich das Paket gekostet hat. Ja, ihr dürft ja gerne schon mal schätzen. Ja, also ich bin echt gespannt, ob ihr da drauf kommt. Ich schneide jetzt hier einfach einmal, zack, einmal den Tesafilm durch und mache das Ganze hier auf. Und dann gucken wir mal. Erstmal sieht man nichts. Ja. Nochmal schön verpackt. Ich stelle es hier gerade mal kurz hin. Und dann holen wir das hoffentlich hier raus. In einem. Ach, da ist es. Ach, guck doch mal, das ist sogar
senkrecht, also quasi falsch rum reingepackt. Ja, normalerweise steht das Ganze ja so, müsste das stehen. Jetzt haben sie es hochkant reingepackt. Aber das Ohr, das packen wir jetzt mal raus, dass es nicht rausfällt. Wow. Wow, 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 wow. Leute, 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 ist das fett. So, Karton und kommt weg. Und ich zeige es euch erst, weil ich sehe schon hier vorne ist das Plexiglas dran. Ich halte es jetzt hoch und dann seht ihr die Figuren als erste. Ja, und ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Schock, weil irgendwas abgebrochen oder abgefallen ist, ohne dass ich es bisher gesehen habe. Ja, ich sehe nur hinten gerade das Artwork und das ist atemberaubend. Das ist wunderschön. Ja, ich drehe es einmal rum und gucke mir jetzt auch die Figuren an. Und wow, das ist echt der Hammer, Leute. Das ist echt der Hammer. Ja, ich habe hier den Horde Trooper in Rot. Ich habe hier den Horde Trooper in Schwarz. Ich habe den Hordak in der, ich nenne es mal Filmation-Ausführung, in diesem Blau. Und ich habe den Chrysler als Blackface Chrysler. Und Chrysler ist ja erst vor kurzem angekündigt worden, als Mattel diese Woche mit diesen ganzen Launches hatte, dass der Chrysler auch jetzt in der regulären Packung kommt, also in der Vintage Card, auf der Vintage Card, und hat auch Fell wie der hier auch, das finde ich ganz toll. Ja, und hier habe ich den Blackface Chrysler, also diese Sonderausführung, den gab es ja früher auch, wie gesagt, mit dem schwarzen Gesicht, und in der normalen, auf der Backkarte, mit der Backkarte ist er halt mit dem, ja, Standardgesicht, wie wir ihn die meisten von uns kennen. Die Verpackung, hier oben wieder das Horde-Logo, die Fledermaus, ja, ich finde es Wahnsinn. Und hinten zeige ich euch auch nochmal das tolle Artwork, ja. Hier sehen wir diese Berge in der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, also in der Sonne schimmern. Wir haben hier die Slime Pit, wo der Schleim schon rausläuft, runterläuft, ja. Ich finde das total klasse, diese kleinen vielen Details. Ich meine, dieses Artwork ist auch wieder von diesem Axel Jimenez gemacht worden. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, unten ist unspektakulär, unten die Unterseite ist schwarz. Ja, und das Tolle hier ist, dass ich dieses Horde-Pack drehen kann. Ja, ich kann also das Ganze hier so ausstellen als Halbkreis. Ja, aber ich habe hier so zwei, ja, Laschen, sag ich mal, und wenn man das halt sieht, ich kann es hier quasi drehen, ja, sieht man das? Oh Gott, das ist aber echt groß, das ist echt groß, Leute, und dann kann ich es quasi verschließen, ja, und dann habe ich die doppelte Größe, ich habe jetzt einen vollen Umfang hier, ja, das Pack ist geschlossen, ich habe ein Rundum-Artwork quasi, ja, was haben wir hier für ein Artwork drauf? Wir haben hier natürlich die Fright Zone. Ja, die Fright Zone von den Evil Horde mit dem Drachen- oder Schlangenmaul mit dem Vieh. Ja, was hier auch ganz toll dargestellt ist. Früher hat man es ja in den Original-Artworks oder bei dem Playset halt auch nur gesehen. Beim Playset war es ja nur dieser kleine Handschuh, ja, der mittlerweile ja über die Jahre zerbröselt. Und hier sieht man halt, dass dieses Tier halt wirklich bis in die Katakomben runtergeht. Ja, ein Riesenvieh, eine Riesenechse ist, glaube ich. Finde ich total toll gemacht. Und ich liebe dieses Teil hier. Ja, ich blätter es nochmal um. Und dann sieht man halt auch, dass innen drin, obwohl es halt eigentlich gar keine Bewandtnis hat und man es eigentlich gar nicht sonst sieht, aber wenn ich das jetzt nur halb aufdrehe, sieht man sogar innen hier, sieht man hier den Boden. Ist sogar auch mit Steinen, mit Lava ja, bemalt, ja, gezeichnet. Ich finde es total klasse, wie viel Aufmerksamkeit diese Sets hier bekommen. So, das ist Wahnsinn. Und ja, ich finde es, das ist einfach so toll. Das macht so viel her. Und das Masters Logo hier oben, das Vintage-Logo hier oben, seht ihr das, wenn es nicht so blendet, ist nicht aufgeklebt oder so. Das ist hier ja, gedruckt, ja, auf dieser Plexiglas, auf diesem, ja, wie heißt es denn, auf dieser Folie hier vorne drauf, dieser Schutzblister, nenne ich es mal, ja, ist es mit drauf gedruckt. Also es kann auch eigentlich nicht abgehen, man kann es nicht abpitteln oder sowas. Ich finde es total klasse, ich finde es total Wahnsinn.
Chrysler hat eine Axt dabei, eine Doppelaxt. Ja, hat im Hintergrund noch die Armbrust sitzen. Ich blende euch noch mal ein paar Bilder ein, ja, dass ihr da noch mal genau noch mal schauen könnt. Ich werde dieses Pack erstmal nicht auspacken. Ja, ich finde das bei diesen Exclusives, ich finde, wenn ich die auspacke, dann ist das Ganze irgendwie das ganze Design hinüber. Ja, sage ich einfach mal. Also nicht, dass ich es keinem gönne, der das hat und es auspackt und ich mit den Figuren halt Fotos macht und so weiter. Aber ich finde, diese Exclusives gehören in die Verpackung. Diese Verpackung gehört, finde ich, zur Figur dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders da sagen soll. Ja, und ich finde es total toll. Ich finde es total Wahnsinn. Und ich freue mich so, dass ich dieses Pack jetzt bekommen habe. Also zu dem Mysteries of Castle Grayskull, was ich schon habe, zu dem Triclops Fan Vote Winner, zu der Figur, die ich habe, habe ich jetzt auch das Horde 4-Pack. Und mir fehlt jetzt quasi nur, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, der Sunman. Der ist aber unterwegs. Der ist, da habe ich jetzt die Benachrichtigung bekommen, dass der verschickt wurde von Mattel Creations. Der müsste die nächsten Tage bei mir eintreffen. Bin ich auch mal gespannt auf diese Figur, auf diese Deluxe-Figur. Und mir fehlt noch das Faker Duplicate Pack. Auch das hatte ich bei mir im Warenkorb bei der Bestellung bei Mattel Creations. Auch das war dann ausverkauft, schneller als dass ich auf Bestellen drücken konnte. Ist es wieder aus dem Warenkorb entfernt worden, finde ich sehr schade. Aber vielleicht gönne ich mir das auch noch, wenn ich es irgendwo finde, dann hole ich mir das auch noch. Und ja Leute, ich habe eben gesagt, 16,99 für eine Figur, auch für die Castle Grayskull, ja, die ja zwischenzeitlich jetzt 42 Euro gekostet hat, habe ich am Anfang halt 99 Euro, glaube ich, ausgegeben, weil ich sie unbedingt zum Anfang haben wollte. Ja, also diese Preise finde ich okay. Ja, dieses Pack, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube, das hat irgendwie so um die 100 Dollar gekostet, vielleicht auch 120 Dollar, wenn es hochkommt, ja, meine ich beim Vorbestellen. Das ist ja natürlich in Euro umgerechnet noch ein bisschen weniger. Ja, wenn es 100 Dollar gekostet hat, dann waren das in Euro wahrscheinlich um die 90 Euro bei der Vorbestellung. Ja, aber wie gesagt, das Pack ist ja nicht mehr verfügbar, wird nicht mehr hergestellt. Ja, die Preise schnellen in die Höhe. Ja, das ist Wahnsinn, was ich da für Preise sehe online, auf Online-Auktionsplattformen, ja, oder in verschiedenen Gruppen und so weiter. Und ich habe es eben gesagt, ich habe es angeboten bekommen, ich habe zugeschlagen, ja, und Leute, jetzt haltet mich nicht für verrückt, ja, das ist verdammt viel Geld, finde ich, für neue Figuren, aber man muss immer gucken, was ist es einem persönlich wert. Ja, und ich habe für dieses Pack, für diese vier Figuren in OVP 250 Euro bezahlt. Jetzt muss ich erstmal schlucken, weil, wie gesagt, ich finde es ein Haufen Geld. Ja, aber das Pack wollte ich haben. Ja, das Pack wird es nicht mehr geben. Es wird auch nicht mehr günstiger werden. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich die Preise online vergleiche, dann ist eigentlich der günstigste Preis für dieses Set wirklich halt 100er mehr. Das heißt, ich sehe es überall, dass es wirklich verkauft wird für 350 Euro aufwärts. Ja, ich finde, das ist ein Schweinepreis. Und auch 250 Euro, Leute, es ist ein Batzen Geld, es war es mir wert. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hättet ihr auch bei diesem Preis zugeschlagen? Sagt ihr, nee, das sind mir keine vier Plastikfiguren wert? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich freue mich auf jeden Kommentar und wie immer beantworte ich auch jeden Kommentar. Ja Leute, das war mein Masters of the Universe Origins Neuzugang. Ja, ein Highlight für meine Sammlung. Die Exclusives bekommen bei mir alle einen Sonderplatz. Die werden ein bisschen separat von den Standard Origins, von den Deluxe Karten Origins und so weiter platziert. Ja, wenn ihr das mal sehen wollt, wie es bei mir aussieht, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ansonsten, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr von dem Preis haltet, wie ihr das Pack generell findet, wie ihr das Artwork findet, wie ihr die Figuren findet etc. All das interessiert mich wie immer. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Das gibt YouTube nochmal die Info, dass mein Kanal gut ankommt. Da wird das Video nochmal breiter gestreut. Das hilft meinem Kanal zu wachsen. Ja, und ansonsten, ich blende euch hier nochmal ein Video ein. Wenn euch das auch gefällt, wenn ihr es noch nicht kennt, ja, dann und ihr noch kein Abonnent seid, dann klickt doch mal auf meinen Kanal und lasst ein Abo da.
Und in diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ich spiele jetzt mit meinem Horde-Pack. Ich gucke, wo ich es jetzt platzieren kann. Euer Retro-Raune.